So, es ist sehr, sehr geiles Wetter hier. Ich hatte Unterricht, ich habe schon früh Schluss gemacht, also schon um 14:30 Uhr, habe ich noch ein bisschen in der Bibliothek rumgeeiert, geschlafen mehr oder weniger, neben Carsten, der was gemacht hatte, und bin jetzt mit ihm zurückgefahren, weil ich habe keinen Bock später zurückzulaufen bei dem Wetter. Und es ist wirklich so ein Bettwetter, einfach ein Bettwetter. Ich werde ein bisschen was machen, kurz mal meinen Pern anrufen, Schedule machen, ich will mir das Spiel angucken gegen Charleston und mir ein bisschen was ausschreiben fürs Gespräch morgen mit den Coaches. Schlüssel holen. Und ansonsten, ja, Hausaufgaben sind ein paar größere dazugekommen, also wo ich ein bisschen Text schreiben muss und ein bisschen so Interviews machen soll oder irgend so eine Scheiße. Kann ich auch ein bisschen was ausdenken an sich. Die gucken sich jetzt das hier auf YouTube an, was sie immer spielen hier. Weil es gibt hier so ein, wie sagt man? Ja, so eine Station, Parcours, ich weiß nicht. Es gibt so richtig hier so ein Ding, wo du das jetzt spielen kannst. Is he gonna throw the fucking disc or what? He fucked up, huh? No, it counts. Oh, he just has to touch it? No. Is it difficult? I mean, it's not easy. Well, it's a big spot here in America, huh? Mm-hmm. Oh. What? Bro, how hard do they throw it, bro? Crazy! Begeisterung hier. Und er macht sich angeordnet von China. Si. Ja. Oh, guck grad unsere Uni gegen Clemson. Ich bin gerade aus jetzt gegen Clemson. Mit 19. Ja, da hinten das Ding hier. So, das ist Biden wieder. Das ist jetzt, glaube ich, 19:30 oder so. 19:10, 19:20 irgendwie sowas. Ich mache da noch etwas Wichtiges. Mein Schedule für das nächste Jahr. Bereite mich vor für das Gespräch morgen mit den Coaches. Und habe dann morgen noch die Präsentation in Astronomie, aber. Entspannt. Und ja, das sind die Pläne. Gegessen hat auch schon so halb. Problem ist, wir haben hier kein Salz. Deswegen kochen. Ja, aber ist geil. Ist geil, einfach College-Basketball sich anzugucken. Einfach geil. Weil NBA, ich weiß nicht so, das ist irgendwie so viel, das bockt auch nicht so. Und hier kann ich einfach die Jungs auswärts sehen und dann heim gehe ich sowieso immer zugucken live. Das ist der Coach von unserer Uni. Der ist bei mir im Astronomiekurs. Der Knecht, den sehe ich morgen wieder. Im Kurs. Naja. Ich hatte heute mein Gespräch mit den Coaches. Sehr, sehr gut verlaufen. Sehr, sehr positiv. Die Frage ist jetzt nur mit meinem Scholarship, ob das erhöht wird oder nicht. Wahrscheinlich schon. Aber ansonsten waren die sehr, sehr zufrieden mit mir. Ich habe einen großen Schritt gemacht, wenn man mein Freshman-Year vergleicht mit dem Jahr jetzt. Und ja. Am Ende, jetzt die Spring Season ist relativ irrelevant, da geht es darum, fit zu bleiben, körperlich sich weiterzuentwickeln. Und dann wird mein nächstes Jahr mein Junior Year sein. Und mein Ziel muss es halt sein, von Anfang an in der Saisonvorbereitung meine Position zu finden, topfit zu sein und ja, Leistung zu bringen in den ganzen Spielen und Training. Das war halt dieses Jahr nicht der Fall, da habe ich am Anfang noch sehr viel gestruggelt gehabt. Während der Preseason und auch schon während den ersten Spielen, die fürs Ranking, ich glaube fürs Ranking sagt man, zählen. Deswegen, ja, muss ich auf jeden Fall Gas geben nächstes Jahr, von Anfang an. Aber am Ende habe ich diese Saison ja auch fast jedes Spiel 60 Minuten gespielt. Und ob ich irgendwie von Anfang an spiele und dann nur 60 Minuten spiele oder reinkomme und 60 Minuten spiele, macht ja nicht so wirklich einen Unterschied. Ich finde es sogar fast besser reinzukommen, um ehrlich zu sein, aber natürlich willst du auch als Spieler in der Stammformation sein und ein Abschlusstraining in der Stammformation sein, deswegen mal gucken. Außerdem weiß man nie mit Verletzungen und dies und jenes, aber ja, war sehr, 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 sehr cool. Ich habe auch sehr, sehr viel über allgemeine Sachen mit den Trainern gesprochen, dass was gemacht werden muss, also dass wir jetzt schon die Basis aufbauen müssen im Spring für den nächsten Fall, dass wir sehr, sehr viele Passübungen machen sollen, dass wir vielleicht den Kapitän überdenken sollten, weil für mich ist halt der gerade Kapitän ist, kein wirklicher Kapitän.
Und noch ein paar weitere Sachen hatte ich mit ihm besprochen gehabt. Natürlich auch ein paar persönliche Ziele. Und das größte Ziel ist es, zumindest einmal, mindestens einmal die Conference zu gewinnen. Egal ob Regular Season oder Playoffs, aber ich will einmal hier gewinnen und einen Ring mit nach Hause nehmen. So, ich habe mir auch ein neues Interview angeguckt. Ist ja erstmal Part 1, da wird noch ein Part 2 auf jeden Fall rauskommen. Sehr, sehr interessant. Ich fand es sehr, sehr bewegend. Also es war wirklich sehr, sehr emotional, wo er gesagt hat, dass er seinen Vater und sein totes Kind beide noch bei sich hat, bei ihm in der Wohnung. Und nicht irgendwie die Asche irgendwie ins Meer geschmissen hat. Ich war jetzt gerade im Gym, habe ganz viel FIFA gezockt davor mal wieder nach langer Zeit. Aber macht wieder keinen Sinn, Ultimate Team, weil Haaland kostet nur noch 30.000. Bock nicht. Es bockt nicht. Hey, what's up? No party here, guys. Not here. Bobby, your presence is required at 3206 tonight. Not on a Thursday, guys. Hey. Thirsty Thursdays. You guys fill up the boots anyway? You guys listen to Ed Sheeran. Hey, where the ping pong balls at? Wir wollen heute eine Bichan-Party machen, aber drüben im Apartment von Leo. Das heißt, hinter dem Gebäude, cool, noch ein Gebäude und nochmal dahinter. Also da wollen wir eine Party machen, alle so in einem Pyjama-Outfit kommen. Die haben gerade hier geparkt, haben hier unten schon rumgeschrien, jetzt sind sie hochgekommen. Ich bin gerade am Zocken und gucke nebenbei YouTube-Videos an und mir Part 2 von Ronaldo Interview. Und ich werde 100% nicht zur Party gehen. Es ist erstens viel zu arschkalt, um da rüberlaufen zu wollen. Zweitens, Pyjama-Outfit habe ich sowieso nicht, weil ich schlafe mit T-Shirt und Unterhose einfach nur. Deswegen, und außerdem habe ich keinen Bock, an einem Donnerstag Party zu gehen. Also, es ist Freitag, wir sind hier an der Tankstelle bei uns an der Uni. Wir gehen jetzt downtown, um ein bisschen was für die Uni zu machen. Ein paar Assignments zu erledigen und ich habe mir was Süßes geholt und noch 3 Red Bull, weil man für 2 Red Bull hat man einen for free bekommen. Das heißt, ich habe insgesamt 3 geholt für einen Preis von 2. Macht Sinn. Ich trinke jetzt gleich auch direkt ein oder doch noch nicht. Ja, wir fahren jetzt erstmal downtown und doch, ich trinke den schon mal. Das ist geil. Ja, und danach gehe ich vielleicht noch Basketball gucken. Oh, si. Ich hab auch meine Jeans an. No racks. What you mean, bro? Bei 8 Grad, aber Sonnenschein. Aber wir sind der Größte. Top Red Bull. Top Red Bull. Look at that. That is so funny, bro. Went downtown and went party. We need alcohol. Show those little fucks and they don't get a shit. Hey, Mr. Frizzozo! Hey, you two people, what's going on? Crows shoot from anywhere like you Ray Allen. Cody, turn me up. Cody, turn me up. Cody, turn me up. Got a fur on a tab, but got me burning up. Shorty said she graduated, she ain't learning enough. Play your album track one, can't I heard enough. Girl, to drop it downstairs, better hurry up. Savage got a new sticky one. Hit my line, you know that hair was gray. Oh yeah, alright, don't do romancing. Bentley, du siehst doch SUV. Wenn ich vorfahre, du schenkst mit SUV. SUV. You told me the next one. No, that's not the next one. I thought you were your man. Ich hab mir was von Chipotle geholt. Wie heißt die Scheiße? Kurze Kerl, Kolo, Kaya, Preso? Negatio? Pokémon? Pokémon? Chick-fil-A? Basketball Game? 32-27. Für Upside sogar gegen Coastal Carolina. Und die haben wir auf die Schnauze bekommen. In der Preseason. 4-1. Noch 1 Cent. Ich will jetzt einen Pops. Denn ich wurde jetzt etwas beides raus. Ja. Upp.
das hätte gepasst mit Rennen. Wir sind sehr, sehr gut aus dem Halbzeit rausgekommen. Steht schon 47 zu 37, 10 Punkte Unterschied. Und meine Halbzeit verrutscht wieder, wie immer. Diese Mutze. Bei Punkt gewinnen und bei Punkt von. Ah, voll ab jetzt, voll ab jetzt. Gut gesehen. Karma, Karma. Ey, da muss ja noch irgendwas sein. Da muss ja noch irgendwas sein. Guck mal, so, der läuft da einfach an. Stimmt, der Gold, der runterläuft. Der Typ ist so geil. Ja, zeig das T-Shirt, zeig das T-Shirt. Ist der crazy. Das ist ein geiler Typ, Leute. Ey. 2 Punkte Unterschied, 50 Sekunden. Und wir haben den Ball, glaube ich. Komm wieder ab, guck dich mal an. Wir sind 1 Punkt vorne. 36 Sekunden zu spielen. So schlecht, so schlecht. Bei denen ist halt die Nummer 11 krass gewesen. Hat 26 Punkte gemacht. Und die Nummer 14 hat gerade den Dreier gemacht. Der bei mir im Astronomiekurs ist. Der kommt heute Abend zur Party auch. Hey, hey, hey. Ich habe heute schon mit denen gequatscht heute nach dem Unterricht. So, weiter geht's. Der Typ ist auch geil. Aber, also der ist auch Hammer, der ist bei jedem Volleyballspiel und bei jedem Basketballspiel da und schreit auch immer rum, so wie ich es davor auch gefilmt habe. Aber der mit der Sonnenbrille, der hat echt getoppt. Der hat echt getoppt. Und der muss auf Kurs sein. Der muss auf irgendwas drauf sein. Guckt euch ihn ab. Let's go. Oh, die Nummer 11 ist so gut! Er ist so gut, der kleine Knecht! Wow, der ist crazy! Let's go, let's go, let's go! 20 Sekunden! 20 Sekunden, 1 Punkt!
9, 8, 7, 4, 3, 2, 1. Ja! Geil. Also, nochmal 11 crazy, 28 Punkte. Aber er hat am Ende verkackt. Mach, nein, geschehen, bist du für Sausa? Axel on the Rock. I want that flow. Er arbeitet ja bei mir, mit dem ich jetzt gefahren. Er wohnt genau hier, gegenüber von da, wo die Party ist. Okay, hey, let's go! Messi ist der GOAT! Messi ist der GOAT! Hey, Chase! Vamos! What do you mean? Fuck out of here. Hey, what's up, YouTube? Wir haben ja gespielt. Ist das in dem Stall spielen zu Hause? Ja, ich könnte die Stall hier haben. Da müssen wir mal hin. Das ist ein Erlebnis. Ich habe ja die Stall habe ich von draußen aufgenommen gehabt, als wir die Minuspiel gespielt haben, wo wir die rote Karte bekommen haben und wo die rot bekommen haben und trotzdem 2-1 gewonnen haben. Die haben ja das Spiel gegen uns gedreht. Da habe ich ja von ganz weit weg Stall gefilmt gehabt. Hab mal was schwierig gesehen, weil es im Winter war und so. Und da ist gerade das Spiel und das wird in der Bar in der Lonis. Ich würde gerne bald nach Hause gehen, weil ich gestern Nacht nicht geschlafen habe. I was in the NFL. And then I was cornered.
and the boyfriend befuckt. Wir haben ein paar Gespräche gemacht. Und die Kirche sind endlich weg, das heißt, man kann jetzt endlich nochmal reden. Da ist ein anderes Spiel, keine Ahnung. Irgendwo im Norden von Amerika, das ist arschkalt. I like drunk. Having a costume on, you know. Das ist schon krass. Enjoy my time. Ich bin hier angekommen um, ich glaube, 10.20 Uhr vielleicht. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich war ja sehr, sehr früh raus aus Arbeit heute. Ich war heute arbeiten, habe tagsüber nicht viel gemacht, bin morgens aufgestanden. Gestern war ich ja Party machen, bin ich früh aufgestanden, um 7.30 Uhr schon. Ich bin um 4 Uhr schlafen gegangen. 7.30 Uhr aufgewacht, warum auch immer, 3,5 Stunden geschlafen. Dann bin ich nochmal eingenickt, habe dann Formel 1 geguckt um 9 Uhr heute. Habe ich Formel 1 geguckt und dann habe ich danach nochmal ein Nickerchen gemacht. Da habe ich was gegessen, Deutsch ein bisschen weitergeschrieben und bin dann zur Arbeit gegangen und war ja früh raus, bin dann hier, Delaney's, um 10 und jetzt ist mittlerweile schon 1.20 Uhr und ich wollte heute eigentlich so um 10.40 Uhr, 11 Uhr, spätestens Mitternacht wollte ich entspannt zu Hause sein, Wäsche machen, essen, chillen, eventuell sogar noch Deutsch ein bisschen weiterschreiben, hatte ich sogar im Kopf gehabt, so Seven vs. Wild gucken, ich wollte irgendwas machen, so. Und früh schlafen gehen, also ich wollte diese Sachen machen und trotzdem früh schlafen gehen, weil ich morgen um 8 Uhr aufstehen werde, um das letzte Formel 1 Rennen zu gucken. Jetzt ist es schon wieder 1.30 Uhr und ich sitze hier alleine an einem Tisch, die haben, ich glaube, 10, jeder von den drei hier hat jeweils 10 Bier getrunken. Komplett verrückt, komplett. Ich weiß nicht, wie man so viel trinken kann, ich habe nur dieses eine Trashcan-Getränk da getrunken, wo auch ein bisschen Alkohol drin ist. Was ist ein bisschen, da ist schon ein bisschen was drin, kostet auch 10 Dollar das Ding. Ich habe es auch beim Gespräch irgendwann so ein bisschen so im Kopf gemerkt, so, aber ich bin nicht besoffen oder so. Alles gut, ich habe auch nur das eine genommen und sonst nichts. Und ja, ich würde ja gerne nach Hause gehen, weil ich will morgen um 8 Uhr Formel 1 gucken. Ich will eigentlich morgen die Roomtour machen von meiner Wohnung für YouTube, weil jetzt noch alle drin wohnen, beides Thanksgiving. Es ist auch halbwegs aufgeräumt, denke ich mal. Außer die haben jetzt heute ein Chaos gemacht, wenn das nicht weg war. Und ich will morgen dann in die Bibliothek gehen, nachmittags, bis abends in Deutsch fertig schreiben, damit ich mich Montag auf die anderen zwei Paper konzentrieren kann. Ja, ich will über Thanksgiving, wo wir frei haben, auch mein Video schneiden, so Saisonrückblick, was auch viel Zeit kostet. Muss ich alles gucken, ob ich das hinbekomme. Auf jeden Fall ein bisschen stressig. Hier kommen sie wieder an. Ja, liebe Grüße nach Deutschland. Wir sind hier gerade in der Irish Bar. Fabi hat auch schon einen Irish Trash Can getrunken. Da sind 19 verschiedene Liquorarten drin. Fünf. Und jetzt sind wir gerade am Diskutieren über Ronaldo und Messi und Man United und Manchester City und alles. Man muss mal sagen, mit Fabi kann man nicht diskutieren über Ronaldo. We can't discuss with Fabi about Ronaldo, right? I think Fabi is gay as fuck, bro. he only had one drink tonight. I think he's so gay, bro. You're so gay, bro. Bro, I told fuck you. You know bro. What I told yesterday my girlfriend? Ronaldo number one, two, and then my girlfriend. I swear to God. Unbelievable, Fabi. So gay. I said that. No way. He even wears underwear. Yeah. Fellas, eat this. Es ist 3.30 Uhr und ich bin zu Hause. Das heißt, ich muss noch irgendwas essen, weil mein Magen richtig Schmerzen. Wäsche machen und direkt schlafen gehen und dann werde ich wahrscheinlich wieder so um 4, 4.20 Uhr schlafen gehen. Top, hat alles geklappt nach Plan, nicht? Und ja, aber trotzdem ein cooler Abend. Trotzdem ein cooler Abend, aber dass ich jetzt hier um 4 Uhr nachts ankomme, war halt überhaupt nicht geplant. Vor allem nicht zwei Tage nacheinander, back to back. Hatte ich echt nicht Bock drauf, aber naja, was soll ich euch erzählen? Manchmal plant man gewisse Sachen nicht, ne? Ja. Ich bin dabei, jetzt einen Text hier aufzuschreiben. Und den Text hier, meine Hausarbeit. Und dann sind wir wenigstens im Krankenhaus gerade angekommen. Und ja, wir sind hier schon seit 2 Stunden und bleiben hier noch weitere 2 Stunden an einem chilligen Sonntag. Ist frisch, aber nicht windig, nicht regnerisch, sehr entspannt. Und hier ist es relativ voll geworden, warum auch immer.